Herzlich willkommen bei Schniederreisen, Ihrem Spezialisten für Reisen in das Baltikum. Heute möchten wir mit Ihnen einen kleinen Bilderrundgang zu den Hauptstädten des Baltikums unternehmen. Nach Vilnius, Riga und Tallinn. Wir beginnen unseren Rundgang in Vilnius, der litauischen Hauptstadt. Die bereits im frühen 14. Jahrhundert gegründete Stadt hört auf so großartige Beinamen wie das Rom des Baltikums oder das Jerusalem des Nordens. Einen Rundgang beginnen Sie am besten im Zentrum der Stadt, hier an der großen Kathedrale unterhalb des Burgberges. Von der einstigen Festung dient heute noch ein Sockel als Glockenturm. Die prachtvolle Kathedrale hatte verschiedene Vorgängerbauten und entstand an einer Stelle, die einst eine heidnische Kultstätte für den Donnergott Perkunas gewesen ist. Der alte Großfürstenpalast wurde im 17. Jahrhundert völlig zerstört und erst in den letzten Jahren wieder völlig neu aufgebaut. Vilnius ist vor allem eine Stadt der Kirchen. Hier der gotische Winkel mit der Annenkirche, die Napoleon so gut gefiel, dass er sie am liebsten mit nach Paris genommen hätte. Der außerhalb der Altstadt gelegenen Peter-Paul-Kirche mit ihrer barocken Fassade sieht man nicht auf den ersten Blick ihr prachtvolles Inneres an. In schimmerndem Weiß erstrahlen hier ungefähr 2000 Stuckfiguren. Alte Festungsreste lassen uns die einstige Bedeutung der Stadt erahnen. Vilnius hat eine sehr lebendige Altstadt, in der sich viele Künstler präsentieren. Und so mancher Wandschmuck lässt auch durchaus den Humor der Litauer erahnen. Flexibel und modern lässt sich heute Litauens Hauptstadt auch mit einem Leihfahrrad erkunden, das Sie an verschiedenen Stellen mieten können. Neben dem Präsidentenpalast befindet sich inmitten der Altstadt die alte Universität. Sie ist fast eine Art Stadt in der Stadt. Aus einem ehemaligen Kloster hervorgegangen, bietet sie viele Gänge und Gassen und Innenhöfe. Im Tor der Morgenröte, dem einzigen erhaltenen Stadttor von Vilnius, befindet sich eine wichtige Pilgerstätte. Seit dem 16. Jahrhundert ist hier ein Madonnenbildnis zu finden und hauptsächlich polnische Pilger kommen hierher. Die Altstadt ist ein charmantes Gewirr aus kleinen Gassen, Straßen und Innenhöfen. Besonders in diesen Innenhöfen lohnt im Sommer eine Einkehr, denn nicht selten ist auch hier ein kleines Café oder ein Restaurant zu finden. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, dann probieren Sie doch einige der litauischen Köstlichkeiten oder gönnen Sie sich ein leckeres litauisches Bier. Im KGB-Museum erfahren Sie viel über den Freiheitskampf der Litauer und leider auch über teilweise grausame Behandlung während der Sowjetzeit. Humorvoll geht es dagegen im Künstlerviertel Užupis zu. Es liegt von dem kleinen Flüsslein Vilnale abgetrennt von der Altstadt und ist unbedingt einen kleinen Spaziergang wert. An verschiedenen Stellen gibt es immer wieder kleine Installationen von litauischen Künstlern. Teilweise mit einer guten Prise Humor. In der Umgebung von Vilnius finden Sie spannende Ausflugsziele, wie hier zum Beispiel den geografischen Mittelpunkt Europas. Ein kleines Stück westlich von Vilnius liegt das Karäerstädtchen Trakai mit der malerischen gleichnamigen gotischen Inselburg, die hier im Galvesee liegt. Für die Litauer ein beliebtes Ausflugsziel und sollten Sie am Wochenende hier sein, werden Sie sicherlich auf Hochzeitspaare treffen, die sich hier fotografieren lassen.
Hier siedelnden Karäer bauten ihre Häuser immer mit drei Fenstern nach vorn. Eins für Gott, eins für den Fürsten und eins für den Hausherrn. Ebenfalls nicht weit ist das sehenswerte ethnografische Freilichtmuseum Rumschischkes am Kaunasser See gelegen. Und von hier ist es auch nicht mehr weit nach Kaunas, der zweitgrößten Stadt des Landes, die sogar einst provisorische Hauptstadt war, als Vilnius zwischen den Kriegen zu Polen gehörte. Von der einstigen strategischen Bedeutung der Stadt zeugen noch heute die Reste der Burg, die am Zusammenfluss von Neris und Namunas liegt, den wir als die Memel kennen. Bevor wir uns auf den Weg in die nächste baltische Hauptstadt machen, möchten wir einen kleinen Abstecher an die Ostseeküste unternehmen, nach Klaipeda, dem früheren Memel. Die kleine Stadt an der Küste ist die einzige Hafenstadt Litauens und bietet ein historisches, spannendes Zentrum. Nördlich gelegen ist Palanga, ein beliebter Badeort mit einem großartigen Bernsteinmuseum. Und vor allem ist es die kurische Nährung, die Gäste hier nach Klaipeda zieht, denn von hier aus gelangt man mit einer kleinen Fähre auf die schmale Halbinsel. Die Nährung ist beliebt bei Urlaubern, die naturverbundene Erholung suchen, Wanderungen unternehmen möchten oder auch einfach nur ein Bad in der Ostsee genießen. Und natürlich ist es die prachtvolle Dünenlandschaft, die hier viele Gäste anzieht. Unsere letzte litauische Station soll nördlich von Šiauliai der Berg der Kreuze sein. Aber tausende von Kreuzen sind auf einem Hügel hier angesammelt, einst als Zeichen des Widerstandes gegen die zaristische Besatzung oder später auch die sowjetische, ist es heute ein wichtiger Pilgerort für die Litauer, die hier zu verschiedenen Anlässen ihre Kreuze aufstellen. Auch sie können, wenn sie mögen, ein Kreuz dazustellen oder dazuhängen. Unsere nächste Station auf dem Weg nach Riga ist das schon in Lettland gelegene Schloss Rundale, dem wohl prächtigsten Barockschloss des Baltikums. Es wurde von dem Italiener Rastrelli entworfen, der auch für den Winterpalast in St. Petersburg verantwortlich war. Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für eine ausführliche Besichtigung. Es lohnt sich. Und hier sind wir in Riga. Die lettische Hauptstadt ist mit gut 700.000 Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Im Jahre 1201 von einem Bremer Bischof gegründet, trat Riga schon bald darauf dem Bündnis der Hanse bei und war stets ein wichtiges Handelszentrum. Von diesem Reichtum und von der Pracht kann man noch heute viel im Zentrum der Altstadt erkennen. Das letzte erhaltene Stadttor ist das Schwedentor, das damals einfach mitten durch ein Wohnhaus gebaut wurde, weil man den Weg etwas abkürzen wollte. Im Herzen der Altstadt erhebt sich der Rigaer Dom. Es ist der größte Kirchbau des Baltikums und der Grundstein wurde bereits im Jahre 1211 vom Gründer der Stadt, Bischof Albert, gelegt. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, planen Sie auch einen Besuch eines Orgelkonzertes ein, denn die berühmte Walker-Orgel mit ihren über 6700 Pfeifen klingt ganz besonders wunderbar.
Besonderen Glanz erhält Riga durch den Jugendstil. Über 800 Gebäude sind in der sogenannten Neustadt in diesem Baustil entstanden. Und hier entwickelte sich auch ein sehr eigener Riga-Stil, der der Stadt in den 30er Jahren schon den Beinamen Paris des Nordens einbrachte. Besonders prachtvolle Exemplare finden Sie in der Elisabeth- und in der Albertstraße. Besuchen Sie auch unbedingt den Markt in den sogenannten Zeppelin-Hallen, die tatsächlich einmal als Hangars für die großen Fluggeräte dienten. Kleine Ruhepausen können Sie sich unterwegs zum Beispiel im Kronwaldpark gönnen, der die Altstadt von der Neustadt trennt. Hier am Rigaer Schloss, der heute Regierungssitz ist, soll dann unser kleiner Rundgang durch die lettische Hauptstadt enden. Wir machen uns von hier aus weiter auf den Weg in Richtung Norden. Ein beliebtes Ausflugsziel ist hier zum Beispiel die Burg Turaida, von der Sie ganz wunderbare Ausblicke über den Gauja Nationalpark haben. Und von hier aus geht es nun nach Tallinn, in die estnische Hauptstadt. Tallinn darf man völlig zu Recht als eine Perle des Mittelalters bezeichnen. Keine andere Stadt im Ostseeraum hat einen so großen geschlossenen Stadtkern aus der Hansezeit vorzuweisen. Selbst die einst 4 Kilometer lange Stadtmauer ist noch zu großen Teilen erhalten und ihre wuchtigen Wehrtürme hören auf Namen wie die Dicke Margarete oder Kiek in de Kuik. Die erste urkundliche Erwähnung Tallinns geht bereits auf das Jahr 1154 zurück. Wie Riga trat auch Tallinn später der Hanse bei und ist vielen von uns auch unter dem Namen Reval bekannt. Einen Rundgang starten Sie am besten hier auf dem Rathausplatz mit dem markanten Rathaus, das ebenfalls im frühen 14. Jahrhundert bereits entstanden ist. Alles dreht sich hier in Tallinn rund um das Mittelalter und man hat das Gefühl, in seinen Gassen glatt um ein paar Jahrhunderte zurückversetzt zu werden. Schlauerweise setzte man in Tallinn schon sehr früh auf eine feuerfeste Bauweise. Und so blieb uns die Altstadt bis heute fast vollständig erhalten. Selbst der Zweite Weltkrieg konnte nicht allzu viel ausrichten und hat einige Zerstörungen im Umfeld der Nikolaikirche angerichtet. Aber ansonsten blieb die Stadt weitgehend unversehrt. Und selbst die Sowjetzeit konnte ihr nicht allzu viel anhaben. Und so können wir noch heute durch viele kleine Gassen schlendern und in eine völlig andere Welt abtauchen. Die Altstadt ist in eine Unterstadt und eine Oberstadt aufgeteilt, dem weithin sichtbaren Domberg. Während die Unterstadt dem Handwerk und dem Handel vorbehalten war, residierten auf dem Domberg der Adel und der Klerus. Und noch heute kann man durch das Tor schreiten, das schon damals die Unter- und die Oberstadt voneinander trennte. Auf dem Domberg ist dann auch der entsprechende Dom zu finden. Aber nicht nur der. Auch in späterer zaristischer Zeit wurde hier eine großartige Kirche gebaut,
die Alexander Nevsky-Kathedrale, die durchaus für einigen Diskussionsstoff sorgte, als Estland wieder unabhängig wurde. Ebenfalls hier oben zu finden ist das Schloss, heute Regierungssitz, mit dem langen Hermann. Und von hier oben haben Sie einen herrlichen Panoramablick über die Altstadt. Gleichzeitig sehen Sie hier, dass auch ein modernes Tallinn heranwächst, das auf ganz wunderbare Weise mit dem Historischen harmoniert. Dass Tallinn eine Hafenstadt ist, lässt sich von hier oben aus ebenfalls gut erkennen. Viele Fähren legen hier Tag für Tag an und ab und auch viele Kreuzfahrtschiffe kommen zu Besuch. Lohnende Ausflugsziele sind zum Beispiel die Klosterruine von Pirita oder auch Kadriorg, die ehemalige zaristische Sommerresidenz Katharinenthal, heute ein Kunstmuseum. Und hier endet unsere kleine Reise auch schon. Von hier aus kann es per Schiff oder per Flug nach Hause gehen. Und wir würden uns freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie bei nächster Gelegenheit wieder in einen unserer Rundgänge hereinschauen unter www.schnieder-reisen.de oder hier auf YouTube. Herzlichen Dank und tschüss.